Recht herzlich willkommen zur 8. Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Jo, wir sind wieder bei Oxygen Not Included. Und zwar wollten wir hier unten gucken, dass das fertig wird. Da Leertaste drücken, damit das Spiel auch weitergeht. Da kommen wir ja schon bei jetzt zum Abbauen. Ja, wir sind ein Stück weiter auf jeden Fall, wie wir sehen. Da wird jetzt die Treppe gerade fertiggestellt. Jetzt kommen die da auch rein. Okay, da wird abgebaut ordentlich. Das ist schon mal gut so. Oh, schnell mal dieses X gedrückt, dann kommen die auch oben dran, ne? Gut, dann können die nämlich den Boden da erst bauen. Das ist mir schon wichtig, dass das fertig wird. Okay, das läuft. Super, schön, dass ihr fertig geworden seid. Ja, wäre schön, wenn ihr das da oben dann noch machen. Prio, wie ist die Prio? Prio 6, okay. Dann Wasser hatten wir ja letztes Mal gesehen. 2, 4. Hier, das ist sauberes Wasser, genauso wie das auch. Oh, hier haben wir einen Kaltdampfschlot. Das ist natürlich richtig cool, weil der bringt uns doch hier passend Wasser. Flüssigkeit. Ja, und das hat 50 Grad, okay. Das ist jetzt ein bisschen warm noch, aber das kriegt man doch runter dann, oder? So, jetzt ist hier mal zu gucken, wie hier... Oh, da ist noch nicht mal, also da oben ist eine Stelle. Und sonst ist hier nichts. Das ist doch noch besser, oder? Also unsere Wasserversorgung ist hier gesichert in dem Sinne. Da brauchen wir uns dann keinen Kopf drum machen, dann kann das auch rüber, spielt auch gar keine Rolle. Eigentlich müssten wir es gar nicht machen, oder wie ist das, ne? Wenn das hier ist. So, dann würde ich erstmal sagen, ja, da unten soll es weitergehen, ne? Ah, das wird noch dauern. Wie sieht es denn mit Sauerstoff aus? Das hatten wir letztes Mal so ein bisschen Schwierigkeiten mit. Okay, wir sind hier schlechter unterwegs, ne? Da kommt was rein. Und da zu wenig, oder? 50 Gramm. Machen wir mal 100 Gramm daraus, oder? So, passt. Okay, dann sollte es hier ein bisschen mehr Sauerstoff geben. Das wird... Oder ist es jetzt fertig? Oder wie sehe ich das? Ja, da ist alles weggeräumt. Ne? Dann können die doch hier das da umbauen. Dann machen wir da mal die Prio gerade auf 7. Da wird gegessen. Da kann man doch hier oben irgendwo machen. Da. Warum wird das nicht da gemacht? Essen sind hier noch 2. Okay. Da dauert es. Ich glaube, mit dem Essen müssen wir noch ein bisschen nachlegen, ne? Okay, das haben wir hier oben ja auch. Was fehlt hier? Zu wenig Ressourcen. Wir haben kein Wasser. Weil wir hier gesperrt haben, Wasser zu nehmen, kann das sein? Wegen Keime. Oder? Nee, ist ja, das würde ja auch da stehen, ne? Oder ist das zu hoch und deswegen können die da nicht pumpen? Gute Frage, nächste Frage, ne? Wir pumpen das ja darüber, ne? Wofür haben wir dieses Becken dann gebaut? Das ist die Frage, ne? Ja, wir sollten gucken, dass wir jetzt erstmal gerade hier vielleicht noch was abbauen. Weil wir da nämlich definitiv nichts dann da zum Hingehen haben. Mach das erstmal so. Und wie sieht's aus? Wird das hier ein bisschen besser? Hier nicht wirklich, ne? Nach da hinten schon. Hier unser CO2 ist das noch nicht so dolle, ne? Hier ist gut, aber vielleicht sollten wir mal gucken, dass wir einen weiteren von diesen hier machen, oder? Wie viele Algen haben wir denn hier so? Gucken wir doch mal rein über den Ressourcen, ne? Ne, Landwirtschaft war das nicht. Algen, 7,2 Tonnen, okay, da ist noch einiges bei. Wir kriegen die Batterien auch nicht voll, weil dieses Rad hier priomäßig noch geändert werden muss. Ne, ist auf 8. Ne. Machen wir mal auf 8 hoch. Äh,
Die räumen natürlich auf, ne? Oder wie ist das? Wir müssen unbedingt zusehen, dass es hier unten fertig wird. Prio höher. Und aufräumen müssen wir auch noch. Und dann gibt es da sogar Sachen, die man nicht aufräumen kann. Und das ist Granit und Magmatit. Sind das Rohmaterialien? Magmatit. Und Rohmaterial Granit. Da soll noch einer gebaut werden. Okay. Jetzt ist hier nichts mehr rot, ne? Genau. Da räumt auch schon einer was weg. Aber wird gleich gebaut oder was? Aber sie muss jetzt an der Luft. Ist gerade Schlafenszeit, ne? Unsere Nachtschicht ist nur dran, ne? Okay, wie sieht's denn aus so mit Forschung? Haben wir... doch, da wird geforscht. Passt also. Und... Fertigkeiten... sind keine, das ist auch gut. Und Prius. Hatten wir da noch hier jemanden, der bauen kann? Sollte er vielleicht auch tun. Und sonst macht er nichts. Dann sollte er vielleicht hier sich noch ein bisschen mit drum kümmern, ne? Gräber haben wir da. Ja. Passt schon. Okay. Hier oben geht es nicht so wirklich voran. Sauerstoff ist hier schon ein Problem, wie wir gerade festgestellt haben. Wir müssen mehr hier an den Rädern tun. Ja. Warte mal, da können wir das definitiv mit dem Ziegel noch machen, dass da wieder einer gebaut wird. Da wird aber Wasser geholt, okay. Und das geht aber auch runter. Wie sieht's denn mit Keimen überhaupt aus? Okay, was ist das hier? Verschmutzte Erde. Müssen wir mal hier desinfizieren. Hier unten. Ja, geht was voran, aber... Er ist natürlich der Bär in Arbeiten. Voll schnell. Dafür wird jetzt hier oben gearbeitet, okay. Ja, er hat jetzt keine Luft da unten gekriegt. Rückenschmerzen hat er auch. Okay, das ist nicht gut. Vielleicht sollten wir so eine Bank dahin bauen. Wie ist denn das hier mit Sauerstoff? Da ist zu schlecht. Was macht sie denn jetzt hier? Ah, sie holt Alge, okay. Und die räumt sie aber weg, oder? War jetzt... Achso, sie räumt sowieso vielleicht auf, ne? Das könnte sein. Hier oben wurde geerntet, das ist gut. Toiletten sind okay. Da unten wird weitergebaut. Aber wir müssen da irgendwie Luft hinkriegen noch. Ja, graben können wir hier auch mal machen. Machen wir mal so, oder? Und dann machen wir das noch so. Ja. Machen wir gerade die Prio hier für hoch, wenn... Ich wollte gerade sagen, da kommen drei runter und arbeiten hier, oder wie ist das? Es wird aber nur Sandstein geliefert. Wer baut denn? Okay, er baut ab. Ach so, warte mal. Das ist hier verkehrt. Reißt das weg. Weil hier muss ja erst der Schacht sein, ne? Ja, da wäre der Schacht. Die Algen sind wieder runtergefallen. Hier geht es jetzt nicht so wirklich voran, ne? Das wollten wir doch schneller fertig kriegen, oder? Das Rad benutzt keiner. Okay.
25 Grad heißes Wasser. 24 und 21. Was fehlt hier? Erde. Das bedeutet, da kommt noch Erde rein. Und dann können wir noch einen weiteren bauen. Oder auch zwei. So, Lagerstätte ist groß. Den ersten müssen wir mal irgendwann umbauen, ne? Wie sieht's mit Sauerstoff jetzt aus? Nicht wirklich besser, oder? Das hier unten ist nicht atembar, steht da, ne? Und hier ist unsere Produktion. Müssen wir da noch einen zweiten hinstellen, ne? Machen wir den da hin? Die Pumpe ist ja gut, ne? Strom. Kabel dran, ne? Die Akkus werden noch nicht voll, ne? Es reicht ein Rad nicht. Ah, okay, hier unten werden die Wände gebaut. Das ist schon mal was Positives. Ob sie die Ecke auch schafft? Naja, wir werden sehen. Was machen die da? Aufräumen. Okay, das ist auch eine Aufgabe, die ich zugeteilt habe. Ist ja vielleicht auch nicht verkehrt. Ja, der Boden könnte hier weitergebaut werden. Da ist gerade was schiefgelaufen. Und der muss auch noch weg. So weit, so gut, ne? Da soll Toiletten hin, oder? Okay, da oben die Ecke wird tatsächlich auch gebaut, oder? Ja, wunderbar. Dann ist das fertig. Dann können wir hier unten die Ecke auch ausgraben. Einmal nochmal alles. Da ist wieder was runtergefallen, ne? Prio machen wir hier unten mal höher. Und wenn das weggeräumt ist, dann können wir das Wasser da zumachen und dann kann da dreckiges Wasser rein, ne? Aber wir sollten vielleicht erst eine Pumpe reinbauen. Wo wir dann überlegen, ob wir die brauchen oder nicht, ne? Doch, wir bauen da eine Pumpe rein erst. Sanitär, eine Pumpe kommt da definitiv hin. Und ne, da brauchen wir auch Rohre für, ne? Mach mal so. Und Stromanschluss muss da ja auch hin. Und dann passt das erstmal soweit. Dann ist die auf jeden Fall von hier aus erreichbar und weiter anschließbar. Ob wir sie brauchen oder nicht, das sehen wir dann in anderer Zeit. Aber schon mal Vorbereitungen treffen für später. So. Hier wird noch ordentlich aufgeräumt, okay. Graben wir den mal schon weg. Es wird gelaufen, das ist gut. Und wie ist es mit dem Ding? Es kommt aber nichts rein. Wie weit ist die Forschung? Ach, Nahrungsmangel haben wir auch. Nur noch 800. Das ist nicht gut. Und, okay, da wird zwar gerade was abgearbeitet, aber das ist zu wenig. Prio hochsetzen. Wir müssen zusehen, dass wir da... Die Lampe geht auch nicht. Warum geht die? Ach so, weil wir keinen Strom gerade da haben. Ja, das ist schlecht, ey.
2300, ja, okay, das fällt noch. Das pumpt noch ab, okay. Hier wird es aber nicht so wirklich voller, ne? Die Pumpe... Ah, ich weiß nicht. Ob er das aber wohl... Ich glaube, es ist doch weniger geworden, ne? Ja. Muss man mal überlegen, was man da macht. So, die gehen erstmal schlafen. Hier unten ist noch viel zu tun. Er soll noch weg. Wo ist der Nachtschichtler? Da oben, okay. Das ist auch wichtig, dass das da passiert. Pflanzen wir noch. Rio ist hoch, Pflanze ist ausgewählt, passt. Da haben wir jetzt direkt an der Ecke auch noch so ein Ding gebaut. Ob das so richtig war, weiß ich nicht. Aber ist halt so. Lieber eine mehr haben wir eine zu wenig, oder wie war das? Pflanzen. Und... Pflanzen. So, die sollen da alle hin und sollen auch schnellstmöglich dahin. Wenn ich da eine Leiter hinsitze, ne? Können die da so weiterbauen? Mal gucken. Okay. Jetzt wird wieder Sauerstoff produziert. Einer geht hier unten basteln. Wir haben keine Kalorien mehr. Ja, wir kommen nicht drum rum, diese Kiste hier zu bauen. Und die braucht dann auch noch Strom. Und wir müssen das Ganze noch priorisieren. Jetzt hat er die Forschung auch in neuen reingemacht. Das wollte ich aber nicht, ne? Jetzt passt's. Wir müssen zusehen, dass wir was zu essen kriegen. Genauso wie der hier nicht verstopft sein darf. Das wird schon wieder zum Problem hier, oder? Forschung ist fertig. Der Kohlegenerator kommt jetzt ins Spiel. Dekor aus Kupfererz plus 10. Dann sieht er noch schön aus, ne? Und wo stellen wir das Ding hin? Gute Frage, ne? Ja, eigentlich nur hier und dann. Und Strom da, ne? Achso, da war noch der zweite, das ist der, ne? Okay, aber... Kohlendioxid 170. Verbrannt Holz und elektrische Energie. Verbrannt Kohle und elektrische Energie. Ja, wir sind da schon richtig, glaube. Ach so, Strom braucht man noch, ne? Und die Prio wäre vielleicht da auch sinnig. Dass das vorangeht. Jetzt haben wir zu viel Prio gemacht. Hier unten ist nämlich auch Prio, ne? Ja, aber unser Essen ist ein großes Problem. Obwohl, hier sind ein paar, die auch bald wieder fertig sind. 85%. 85. Ach, der Matcha hier ist schon fertig geworden. Zack. Machen wir erstmal Forever. Haben wir den Koch? Der ist auf 9. Macht den auch einer? Wird auf jeden Fall schon geliefert, was?
Aber ich glaube, die machen gerade hier die Stromleitung, die aber auch nicht verkehrt ist, sonst der Apparat da läuft. Okay. Und der kann jetzt auch laufen, ne? Mach erstmal ein paar Matschdinger. Okay, da wird auch aufgenommen, auch cool. Und der produziert schon, super. Wie sieht's hier mit Sauerstoff aus? Bestimmt schlecht, ne? Obwohl, geht so. Der zweite hier ist noch nicht fertig. Stromtechnisch ist er aber angeschlossen, ne, oder? Ja, stromtechnisch ist schon fertig. Und da wird jetzt der Ofen gemacht. Ja, wir müssen das Kohlenmonoxid loswerden, ne? Oder Kohlendioxid. Der macht Kohlenmonoxid, oder? Der ist auf jeden Fall im Bau. Wie sieht's mit Essen aus? 0 Kalorien. Er verhungert. Das ist schlecht. Aber da kommt der erste Matschding da raus. Super. Ist zwar jetzt nicht das beste Essen, aber besser wie gar nichts. Er hat sich das auch schon geholt. Wollen wir mal gucken, ob er das auch gleich isst. Ja, er holt sich das und isst das. Verhungern sind auch keine zwei mehr hinter, nur noch einer. Okay, dann wird das schon mal besser. Ach so, da fehlt Wasser, okay. Wir haben keine Forschung mehr an. Das sollten wir ändern. Lass mal hier oben gucken, was haben wir hier. Erstmal einfache Forschung, medizinische Ausstattung, Luftsysteme. Wasser wird in Sauerstoff und Wasserstoff umgewandelt. Wandelt Rost in Sauerstoff um. Hm, nee. Toiletten. Gasfilter. Dekoration wäre auch schön, aber leider sind wir da jetzt gerade nicht wichtigerweise unterwegs. Ja, ich glaube, wir sollten uns der Geschichte mit dem Wasserstoffgenerator zuwenden erst, oder? Was haben wir hier? Okay, Jukebox, das ist aber jetzt nix. Ich glaube, wir machen das hier als nächstes. Wegen dem Wasserstoffgenerator. Krankenstation? Nee, da machen wir... Also wir brauchen den erstmal. Toiletten wären natürlich auch wichtig, aber mach erst das. Wie weit sind wir hier unten? Fehlt noch. Ah, da kommt aber jemand und macht schon mal was. Da fällt immer was runter, ne? Okay, da wird jetzt Kabel gelegt. Die Wasserpumpe wird gemacht. Wie sind die Prios? Warte mal, ich setze mal die Prio hier wieder auf 5. Für den Bereich außen. Das kann auch erst auf 5. So. Keine Flüssigkeit, keine Pumpe, nicht eine Flüssigkeit, kein Strom. Das ist aber alles halb so wild. So, damit ist das rein theoretisch fertig. Wir brauchen jetzt aber hier noch Abtransport, ne? Oh, wir haben hier was. Wähle eine Blaupause. Und das ist auch die letzte Aktion. 4800 Kalorien Schmutzwurzel, ne? Das sind... das ist Nahrung, ja. Was ist mit den anderen dreien? Das ist eine Nachteule. Dann hätten wir zwei, die nachts machen. Aufräumen ist die Stärke. Wäre natürlich richtig cool. Wissenschaft gesenkt, das wäre nicht so schlimm.
kann Kochenaufträge nicht durchführen, kann Bau wäre auch nicht so schlimm und Blase erhöht. Das wäre ich jetzt nicht so für, weil da wird Pipi dann irgendwo hingemacht. Luftverdauung gesenkt wäre cool und das ist... Aufräumen ist natürlich was ganz Wichtiges, ne? Er kann auch aufräumen. Er kann aber besonders gut aufräumen, oder sie. Bubbles. Bubbles wäre schon der Punkt, wo ich sagen würde, ich brauche Bubbles. Zack, Bubbles kommt. Haben wir noch ein Bett frei? Glaube nicht, ne? Bubbles braucht noch ein Bett. Und Bubbles müssen wir dann auch gucken. Das war Bubbles, sag schon, definitiv zusehen, dass Bubbles eine Nachtschicht macht. Dafür Zeitplan. Bubbles kommt hier mit rein. Und Turner ist da auch noch falsch, ne? Turner, wir haben nur zwei Toiletten, dann kann Turner nicht der dritte hier sein. Was war das denn hier? Freizeit. Und die Toiletten. Neuer Zeitplan. Machen wir Badezeit. Ist hier Badezeit richtig? Ich glaube ja, ne? Oh naja, das geht. Dann Freizeit kommt dahin. Und Arbeitszeit ist dann da und auch da. So, dann kann Turner dahin gehen, ne? Turner geht dahin. Fertig. Dann sind die aufgeteilt. Da war eine Frucht runtergefallen gerade, oder? Pinscher Pfeffer, Samen. Mhm. Verhungert? Wer verhungert? Okay, werden die Essenssachen noch gemacht? Ja. Und der Ofen läuft? Zu wenig Ressource, wir haben keine Kohle da drin. Und welche Prio hat der? Setzen wir die Prio mal ein bisschen höher, oder? Nahrungsmangel, ja, 0 Kalorien, das ist schlecht. Aber es wird schon wieder weitergearbeitet. Forschung abgeschlossen, hatten wir, ne? Was war das hier? Unzureichende Sauerstoffproduktion. Ich hoffe, das wird gleich besser. Da ist ja auch noch so ein Teil. Da müssen noch Algen rein. Verhungern ist schon mal weg, das ist schon mal gut. Lange Arbeitswege, ja. Da müssen wir die Stange demnächst mal machen, ne? So, jetzt haben wir ja zwei, die hier schon mal arbeiten. Zwei Dinge fehlen jetzt hier noch, ne? Pumpe nicht in Flüssigkeit, Strom. Okay. Sie läuft weiter. Okay. Da fehlt es noch an Kohle. Haben wir schon erhöht, ne? Ich mache mal noch einen höher. Die schlafen alle. Ah, guck mal, das Bett ist auch fertig geworden noch rechtzeitig. Gut. Aber zu wenig Sauerstoff hier. Und da oben muss noch so ein Teil zur Luftausgleich rein, ne? Gut, okay, aber wie ich schon eben lange gesagt haben wollte, wir sind mit der Folge erstmal durch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Macht ein Abo, wenn ihr noch keins habt. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, damit ihr mitkriegt, wenn ich das nächste Video hochlade. Und Kommentare herzlich willkommen, gerne da reingeschrieben, was wir als nächstes machen sollen oder sowas. Oder wenn ihr möchtet, kann ich auch hier die Duplikanten umbenennen, dass euer Name da erscheint, würde ich auch machen. Ja, und sonst, was haben wir sonst noch? Jo, eigentlich erstmal nix, ne? Danke fürs Zuschauen, bis dann, tschüss.